eine Stunde und 11 Minuten gespielt. 1-0 Führung in den Sätzen für Becker. Den wieder zu schön spielen. Da wäre Lendl zwar nicht dran gekommen. Neue Bälle. Quiet, please. Thank you. War genau auf der Linie. Etwas vorwurfsvoll, der Blick von Boris zu diesem Herrn, der das magische Auge, Sie sehen das Gerät in der Hand, einschaltet und ausschaltet. Guter Angriff von Lendl. Und dann Becker schiebt den Ball ganz ruhig an Lendl vorbei. 15:30. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Vierter Ass von Lendl. In den Runden zuvor hat er serienweise wie auch Becker Asse geschlagen, bis zu 23 Asse pro Match. Das hält sich bisher in Grenzen. Wunderbar gespielt. Durch Lendl durch, kann man fast sagen. Yes. Lendl greift auf der Rückhand an und dann voll durchgezogen, diese Rückhand diagonal über den Platz, den Center Court von Wimbledon gepeitscht. Ein Stand. Ja, wunderbar. Haben Sie den Hüpfer gesehen? Von Boris. Hier kommt er nochmal. Guter Return schon. Und dann an Lendl vorbeigehoben. Genau ins Eck. Und wieder Breakchance für Boris Becker. Viermal hat er im ersten Spiel dieses zweiten Satzes die Chance zum Break. Vielleicht klappt es ja jetzt besser. Doppelfehler. Game Becker. Vielleicht ist es etwas wie Halbzeit. Law 15.
Da setzt Boris den ersten Body ein bisschen zu kurz und Lendl aus dem Halbfeld heraus. Ohne Probleme, 0:30. Guter Aufschlag, gerade noch rangekommen, erstklassiger Return. Becker mit Mühe rübergebracht den Ball und dann Lendl. Rückhand Cross. Der Ivan Lendl weiß natürlich, dass er jetzt wieder rankommen muss, dranbleiben muss. Diese erste Breakchance abgewehrt. 15-14. Aber nach wie vor zweimal die Chance zu einem Break für Ivan Lendl. Die erste Chance in dieser Phase überhaupt für ihn, Boris Becker den Aufschlag abzunehmen. Break und Rebreak im zweiten Satz. Erstklassiger Return an Becker vorbei. Quiet, please. Also nichts wurde es mit dem